und willkommen zu einem kleinen Vlog hier vom Sonnenhof. Für alle, die es nicht wissen, da fuhr gerade ein LKW vorbei. Wir haben im Stream Spenden gesammelt für den Tierschutzbund. Da haben wir explizit uns das Projekt des Sonnenhofs ausgesucht. Und jetzt ist es so, dass organisiert wurde, dass ich mir das Ganze hier mal angucken darf. Da ist der Eingang. Das heißt, es geht jetzt auch direkt los. Für alle, die den Sonnenhof noch nicht kennen, hier mal ein paar Eckdaten. Der Sonnenhof ist ein Tierheim und schwer zu erkennen in diesem Video. Er wurde 2002 gegründet und seit 2022 ist er eine Einrichtung des Deutschen Tierschutzbundes. Geführt wird er aktuell von Hanna, sie ist die Heimleitung, aber auch die Tierärztin in dem Tierheim. Und meine Mama war hier mit dabei, das heißt, wann immer ihr irgendwo eine Hand, ein Kleid oder ähnliches seht, ist das wahrscheinlich meine Mama. Mitarbeiter hat der Sonnenhof 7 Festangestellte und viele ehrenamtliche Helfer. Die Hütten der Hunde sind alle gleich ausgestattet, das heißt, sie haben alle eine Heizung, eine Fußbodenheizung und aber auch eine Klimaanlage. Lediglich die Ausläufe an den Hundehütten unterscheiden sich ein bisschen in ihrer Größe. Manche haben Stufen, andere wieder nicht. Und da wird halt dann entschieden, welcher Hund reinkommt, anhand dessen, was er braucht. Zudem gibt es natürlich auch noch grüne Wiesenausläufe, die alle umzäunt sind. Neben dem, dass sich der Sonnenhof auf die besonderen Bedürfnisse älterer Hunde spezialisiert hat, hat er auch noch seit 2021 eine Welpenauffangstation. Darin inkludiert ist zum Beispiel eben auch eine Quarantänestation für die ersten Gesundheitschecks und um zu gucken, wie das Sozialverhalten der Hunde ist. Natürlich gibt es auch einen Behandlungsraum, in dem Hanna die Hunde, die schon da sind, regelmäßig durchchecken kann, aber auch die Erstuntersuchung für Neuankömmlinge machen kann. Dafür gibt es dann eben sterile Räume, in denen die Hunde separiert werden können. Ebenfalls enthalten in der Auffangstation ist ein Trainingsraum, der verschiedene Arbeitsgeräte hat, unter anderem eben auch ein Hundelaufband. Das Ganze wurde gebaut, um eine Kapazität zu haben, wenn ein illegaler Welpentransport aufgedeckt wird. Oder wenn anderweitig viel Platz gebraucht wird, wenn zum Beispiel ein Fall von Animal Hoarding bekannt wird. Animal Hoarding ist ein Krankheitsbild, bei dem betroffene Menschen Tiere in einer so großen Anzahl halten, dass sie sie nicht mehr angemessen versorgen können. Zwei Hunde aus einem genau solchen Fall sind Rocky und Rubble, beide noch relativ jung und unglaublich süß, wie ihr hier, glaube ich, auch gerade sehr gut sehen könnt. Und wie vorhin schon angesprochen, wollte ich euch neben dem, dass ich euch immer wieder Hunde einblende, hier zwei nochmal ein bisschen genauer vorstellen. Das ist Luigi, das ist ein Golden Retriever, er ist 12 Jahre alt und ein absoluter Zuckerschatz. Er wurde leider abgegeben, weil sich die Besitzer getrennt haben. Und im Hintergrund seht ihr jetzt auch schon Lady, die da langsam angedackelt kommt. Die ist 15 Jahre alt, ein Schäferhund-Mix und auch sehr sehr süß. Die beiden befinden sich übrigens gerade auf einer der angesprochenen Auslaufwiesen. Natürlich gab es auch noch ganz viele andere Hunde. Insgesamt sind nämlich aktuell 18 Hunde auf dem Sonnenhof. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, waren es 14, jetzt gerade sind es 18. Das variiert natürlich immer mal wieder ein bisschen. Und weil ich neugierig war, wollte ich dann wissen, wie viel ein Hund denn im Monat kostet. Da meinte Hanna, die Heimleitung, dass das relativ schwierig ist abzuschätzen, weil das variieren kann. Haben sie irgendwelche Krankheiten, brauchen Medikamente, müssen zum Tierarzt, brauchen spezielles Futter oder, macht das Ganze natürlich teurer. Aber wenn sie all das gerade nicht haben, dann ist es ca. 170 Euro im Monat. Das bedeutet, dass wir mit der unglaublichen Spendensumme von 7.520,47 € einen Hund 44,2 Monate dort versorgen könnten. Da sich da aber gerade 18 Hunde aufhalten, habe ich das einfach mal durch 18 Hunde geteilt. Und dann kann man diese 18 Hunde fast 2,5 Monate durchfüttern. Ist das nicht schön? Ich freue mich und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die Spenden. So, das war's jetzt. Hier hinten ist Elsa, das ist der Hund von meiner Mama. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und eventuell habt ihr selbst Interesse, euch das mal genauer anzuschauen. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere, der tatsächlich sagt, ey, ich gucke mir das mal genauer an, so seine Eindrücke schildert oder vielleicht sogar es weitersagt. Denn ich glaube, nur wenn man das Ganze weitersagt und die Welt rausträgt, wissen Leute Bescheid. Und dadurch kann man vielleicht den einen oder anderen Hund nochmal in ein wundervolles, tolles Zuhause vermitteln. So, jetzt aber tschüss und danke fürs Gucken. I'm gonna dance by myself, like nobody's watching, don't